Da bewegt sich was im Gebüsch. Jetzt kommt er hervor. Der Schatten. Mein Schatten. So richtig wahrgenommen habe ich Schatten erst in einer Szene, die mir nachhaltig in Erinnerung blieb. Meine kleine Tochter, 4 Jahre alt, sprang plötzlich wie von der Tarantel gestochen umher. Sie schrie, sie werde verfolgt. Aber da war niemand. Sie deutete auf den Boden. Und nun sah ich es auch. Hartnäckig war ihr Schatten hinter ihr her. Sie bemerkte ihn zum ersten Mal. Ich erklärte ihr, was es damit auf sich hat. Aber für mich selbst war das Reich der Schatten ein so selbstverständlicher Teil des alltäglichen Lebens, dass ich nicht darauf aufmerksam gewesen war. Dabei ist es spannend, diese grauen Gestalten zu beobachten, die mit uns umherziehen und uns umtanzen. Lichtspiele huschen über den Boden, die von Blättern im Wind herrühren. Die ruhigeren Schatten der stationären Dinge verlagern ganz allmählich ihre Konturen mit dem Sonnenstand. Platon verglich im 4. Jahrhundert vor Christus in seinem Werk Politeia die Menschen mit Höhlenbewohnern, die gebannt auf bewegte Bilder an der Wand starren und sie für das wahre Leben halten, da sie so deutlich vor Augen stehen. Aber es sind Abbilder, schattenhafte Effekte des Feuers, das die unsichtbare Lichtquelle hinter dem Rücken der Unwissenden ist. Die sind in ihrer Perspektive gefangen, die sie leicht durch einen Perspektivwechsel erkennen könnten, aber bei Platon sind sie gefesselt. Wir sind nicht gefesselt. Oder doch? Fasziniert, insofern gefesselt. Aber wir können den Blick auch wieder abwenden und sehen, dass die Sonne die Schatten verursacht. Platons Verachtung für die Schatten konnte nichts daran ändern, dass Menschen Schattenspiele toll finden. Wo? Na, zum Beispiel auf der Kinoleinwand und auf Handy-Displays. Der Quellcode dafür ist nicht in unserer Hand. Der ist anderswo erfunden worden. Auch da könnten wir ab und zu den Blick abwenden und uns dafür interessieren.